Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute einen Zwetschgen-Marzipan-Shake machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 500 Gramm Zwetschgen, 500 Milliliter Milch, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 40 Gramm braunen Zucker und 75 Gramm Marzipan. Wir beginnen als erstes damit, dass wir etwa 100 Milliliter Milch in einen Topf geben. Ebenso den braunen Zucker und das Marzipan rupfen wir grob mit dazu. Anschließend stellen wir das Ganze auf den Herd und lassen das Marzipan langsam flüssig werden und den Zucker sich auflösen. Währenddessen nehmen wir die Zwetschgen und entsteinen sie. Wenn das erledigt ist und das Marzipan mit der Milch und dem Zucker eine einheitliche Masse gebildet hat, geben wir die Zwetschgen, die Marzipanmasse, die Mandeln und die restliche Milch in eine hohe Schüssel oder auch einen Mixer oder ähnliches. Und dann wird das Ganze einfach nur püriert. Und wenn das Ganze dann fein genug ist, könnt ihr es noch abschmecken mit zum Beispiel etwas Zitronensaft oder noch etwas Zucker oder Vanillearoma. Das bleibt euch überlassen und dann könnt ihr den Shake servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachmachen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise habt ihr gefrorene oder frische Früchte verwendet? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch jetzt noch das letzte Video, den Rote Beete Kürbissalat, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!